Ziehen wir also ein erstes Fazit unserer Implementierung. Wir haben jetzt ein Servlet umgesetzt und dieses Servlet hat insgesamt nur runde 100 Zeilen, etwas mehr. Und die meisten davon, über 50, konnten wir direkt rausgenerieren mit unserem Servlet Wizard, den wir aus Eclipse heraus verwendet haben. Was fällt jetzt auf? Wir haben diese Methoden geschaffen, do get, do post, do put und do delete für create, read, update und delete. Und viele dieser Behandlungsblöcke hier, wo man abprüft, ist unser Request in Ordnung, passt die ID, sind über diese Methoden hinweg gleich. Gleichzeitig fällt auch auf, wenn wir unterschiedliche MIME-Types jetzt unterstützen wollten, unterschiedliche Sprachen wie JSON oder XML, dann müssten wir in unserer Methode doGet oder doPost müssten wir eine Weiche einbauen, die abprüft, welcher Typ wurde denn hier mitgeliefert als Inhalt und das dann auspackt. Schöner wäre ja, wir wären da etwas flexibler. Das ist aber nicht vorgesehen, weil Servlet eben sagt, GetRequests gehen genau an die doGet-Methode. Und eine der möglichen Abhilfen dafür sind Frameworks. Den werden wir uns dann ja auch noch zuwenden. Rekapitulieren wir, dass wir erste Designentscheidungen getroffen haben, auch mit unserem kleinen Servlet hier schon, obwohl wir nur 113 Zeilen gebaut haben und noch einiges in den fachlichen Entitäten. Wir haben für die fachlichen Entitäten entschieden, wie sie aufgebaut sein sollen. Da hätten wir die Möglichkeit gehabt, dass wir in jeder fachlichen Entität gleich genau diese CRUD-Methoden anbieten. Das haben wir in der Notes-Entität so gemacht und zum Vergleich in der Autoren-Entität haben wir Getter und Setter für die einzelnen Attribute geschaffen, sodass die Notes-Entität die Autoren-Entität von außen steuern kann. In dem Fall, wo wir CRUD-Methoden anbieten, kommt man an die einzelnen Attribute von außen ja nicht heran. Die Note brauchte dann das Get-ID, damit wir überhaupt handlungsfähig sind und diese IDs ausliefern können. Wir hätten auch Optionen gehabt für die Verknüpfung. Das haben wir gesehen bei den Notes oder bei der Note und dem Autor. Wir haben hier einfach einen Member angelegt für den Autor und haben den gesamten Autor aus der Note heraus gesteuert. Wir hätten auch eine echte Beziehung aufbauen können, dass wir den Autoren rein über die ID speichern und dann jeweils suchen. Wir könnten auch, und das ist der Ausblick Richtung eine Technologie, die sich Hators nennt, einen Aufsatz oder einen Aspekt von REST, einen komplett separaten Service für die Autoren bauen können. Das ist dann aber ein Ausblick, das werden wir uns später nochmal näher anschauen. Die Notizliste, da haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir die in einer eigenen Notes-Klasse verwalten, die auch fachlich im Entity-Paket liegt. Manchmal nennt man so eine Klasse dann auch Note Manager, weil der dann die Notizen verwaltet. Wir haben uns hier für den einfacheren Begriff Notes entschieden. Man hätte auch diese Notes-Verwaltung noch in die Service-Klasse hineinnehmen können. Dann wäre unser Servlet allerdings deutlich länger ausgefallen. Das Mapping, was man machen kann, das kann man entweder machen über die fachlichen Entitäten. So haben wir uns hier jetzt auch entschieden. Das Mapping auf JSON, dass das einfach unsere normale Note-Klasse macht, selber in ihrer spezialisierten ToString-Methode. Wir hätten auch das Mapping in die Service-Klasse packen können, denn die fachliche Entität, die müsste ja nichts davon wissen, dass sie über einen Service angeboten wird. Und deswegen packt man das Ganze dann in die Service-Klasse hinein. Dann wird unser Servlet insgesamt etwas unübersichtlicher. Wir hätten das Ganze auch lösen können über eine separate Mapping-Klasse. Und damit diesen Aspekt, dass wir in JSON oder XML oder ähnliches Mappen herausziehen können. Und dann nutzt das Servlet einfach zum Aufruf die Mapping-Klasse und die Mapping-Klasse mappt die fachliche Klasse. Wir hätten als Kombination damit eigentlich, also eine orthogonale Dimension, hätten wir auch ein Framework benutzen können. Also das Framework entweder in der fachlichen Entität oder in der Service-Klasse oder in separaten Mapping-Klassen. Was Sie später sehen werden, ist, es gibt dafür Mapping-Frameworks, das schauen wir uns noch an. Manche von denen brauchen Einträge in den fachlichen Klassen.
Da ist dann immer die Frage, ob man das möchte. Andere mappen von außen. Zusammengefasst, wir haben jetzt die Web Services mit Servlets umgesetzt. Wir haben dabei darauf geachtet, dass die fachlichen Entitäten und die Services getrennt sind und schon bei diesem einfachen Beispiel viele Designalternativen angeschaut mit Vor- und Nachteilen. Wir haben nochmal kurz rekapituliert, dieses Präfix M für Member, V für Variable und A für Argument, also für Parameter, ist hilfreich in dem Sinne, dass man dann gleich merkt, wann wird etwas in den Klassenstatus übertragen, also wann landet etwas in einem M, ist auch hilfreich dafür, dass man merkt, oh, ich schreibe hier auf einen Parameter, ist das wirklich gewünscht? Die Servlet-Schnittstelle erfordert das, weil sie ja diese Response bekommen und in die Response alle Ergebnisse hineinschreiben müssen. Man hätte es auch so entwerfen können, dass die Methoden jeweils die Response zurückgeben, hat sich hier aber dagegen entschieden damals. Servlet gibt es als Spezifikation jetzt schon sehr lange. Heute würde man es vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ein eigenes Objekt zur Ausgabemapping bei XML, HTML oder JSON, da sehen Sie recht schnell, dass das aufwendig wird. Da haben wir relativ lange für tippen müssen, bis dieses To-JSON stand. Und das ist das Ergebnis unserer Servlet-Implementierung. Im nächsten Teil werden wir uns dem JAX-RS-Framework zuwenden.